Hallo liebe Pilzfreunde und herzlich willkommen zu einer neuen Waldrunde. Ja, und ihr seht schon, ich bin heute im Buchenmischwald unterwegs. Ja, und es ist sehr, sehr kalt, das muss ich dazu sagen. Also ich habe zwei T-Shirts an, Pulli drüber, Halstuch, Mütze und mir ist trotzdem kalt. Ist einfach krass, diese Umstellung von 25, 26 Grad auf 10 Grad. Sehr, sehr kalt. Ja, und ich bin mal gespannt, wie sich dieser Wetterwechsel, diese Kälte jetzt auf das Pilzwachstum auswirkt. Ja, es kann zum einen sein, dass dieser Wetterumschwung so einen Wachstumsreiz setzt und jetzt viele Arten auftauchen, die vorher nicht da waren. Gleichzeitig kann es aber sein, dass diese Kälte das Wachstum auch so ein bisschen abwirkt. Ja, da bin ich mal gespannt, wie sich das die nächsten Tage entwickelt. Ansonsten würde ich sagen, schauen wir einfach mal, welche Arten sich heute vor die Kamera trauen. Legen wir los, drehen wir eine schöne Runde in der Natur. Ja, und genießen wir, auch wenn es kalt ist, diese wunderbare, frische Herbstluft. Ja, liebe Pilzfreunde, und los geht's gleich mit einem kleinen Röhrlingshammer. Ja, ich kann nur sagen, ich freue mich. Der graue Lerchenröhrling. Deutlich, deutlich seltener als der normale Lerchenröhrling, also der Goldröhrling. Ansonsten eigentlich identisch mit dem Goldröhrling, bis auf die Farbe. Ja. Und den grauen Lerchenröhrling hatte ich so vor ungefähr, ich glaube, 2-3 Jahren hier als Erstfund. Der tauchte da wirklich massenhaft auf. Ja, und dann wollte er einfach nicht mehr kommen. Ja. Also ich habe die Habitate mehrmals im Jahr zu verschiedenen Zeiten angelaufen. Nie wollte er sich mehr zeigen. Und jetzt ist er endlich wieder da. Ja, und gerade wenn man auf so einen Fund eine längere Zeit wartet, ist die Freude natürlich umso größer. Ja, ja, und die Gelegenheit wird heute gleich wieder genutzt. Wir werden gleich wieder Detailaufnahmen gemacht. Und dann gibt es auch von diesem Schmierröhrling in den nächsten Wochen ein aktualisiertes Pilzporträt. Wunderbar, besser kann es nicht starten. Ja, ich nehme jetzt mal ein, zwei Stück raus und dann können wir uns die vielleicht von der Hutunterseite noch im Detail anschauen. Ja, und jetzt schauen wir uns den grauen Lerchenröhrling vielleicht einfach mal im Detail an. Ja, warum heißt der graue Lerchenröhrling? Farbe ist, denke ich, selbsterklärend, wenn man sich das anschaut. Der komplette Fruchtkörper gräulich, weißgräulich gefärbt. Auf der Hutoberseite vielleicht noch angedeutet so ein paar rötliche, orange-rötliche Töne. Ist aber zu vernachlässigen. Insgesamt ist er halt einfach gräulich gefärbt. Ja, warum Lerchenröhrling? Er erscheint wie der gemeine Lerchenröhrling, also der Goldröhrling bei der Lerche. Ja, und so hat sich halt der Name ergeben. Farbe gräulich, weißgräulich und Standort bei der Lerche und damit grauer Lerchenröhrling. Ja, vielleicht zu den einzelnen Merkmalen. Wie der Goldröhrling ist auch der graue Lerchenröhrling ein Schmierröhrling. Das heißt, er hat eine ganz schmierige, schleimige Hutoberseite. Gerade jetzt, wo es in der letzten Nacht so ein bisschen geregnet hat, sieht man schon, ziehen sich die Fäden so ein bisschen. Ansonsten, ja, halt ein typischer Schmierröhrling, ja. Viele von den Schmierröhrlingen haben so eine angedeutete Ringzone, wie eben auch der graue Lerchenröhrling oder der Goldröhrling. Und ansonsten ist die Art essbar. Wenn man die für Speisezwecke wirklich sammelt, dann sollte man aber vor der Zubereitung die schleimige Huthaut abziehen, weil die erstens ja extrem schleimig ist und zweitens der unverträglichste Teil an den Schmierröhrlingen. Schmierröhrlinge gehören generell eher zu den bisschen unverträglicheren Arten. Ja, und wenn man die Huthaut abzieht, dann werden die auf alle Fälle schon mal ein bisschen verträglicher und das Risiko von einer Unverträglichkeitsreaktion sinkt da ja zumindest deutlich. Ich sammle den grauen Lerchenröhrling aber normal nicht für Speisezwecke, dafür ist er mir eigentlich ein bisschen zu selten, außer der steht wirklich zu Hunderten im Wald rum. Ja, da kann man sich dann schon erlauben, einen kleinen Teil mal mitzunehmen. Ansonsten habe ich jetzt schon ein bisschen das Gefühl, dass die Schmierröhrlinge ja so ein bisschen durchstarten. Jetzt hat man auf der letzten Tour den Sandröhrling als Erstfund, Kuhröhrlinge ohne Ende, ja in der letzten Woche schon Goldröhrlinge ohne Ende, jetzt sogar noch den grauen Lerchenröhrling. Ja, und letztes Jahr war es ja ein wirklich ganz schlechtes Schmierröhrlingsjahr. Und ich habe schon so ein bisschen das Gefühl, dass die Schmierröhrlinge jetzt vielleicht so ein bisschen versuchen, das aufzuholen, was sie im letzten Jahr dann letztendlich liegen gelassen haben. Ja, und das sorgt bei mir schon für so ein bisschen eine Freude, weil die Schmierröhrlinge schon eigentlich ja, schöne Pilze sind, kann man tolle Aufnahmen machen und teilweise auch tolle Speisepilze.
Abgesehen davon fehlen uns von den Schmierröhrlingen immer noch so, so viele. Alleine der gemeine Butterpilz will uns auch einfach wie der Sandröhrling nicht ins Netz gehen. Aber auch der ringlose Butterpilz zum Beispiel, ja. Also da fehlen uns noch einige. Ja, und nach dem Erstfund vom Sandröhrling auf der letzten Tour bin ich so ein bisschen angefixt, ja, und würde mich da schon freuen, wenn es vielleicht mit noch dem ein oder anderen Erstfund aus dieser Gattung klappt. Ja, nun aber weiter im Text. Jetzt schauen wir mal, ob wir vielleicht auch noch einen Goldröhrling auftreiben. Dann können wir nämlich die beiden sehr ähnlichen Arten bis auf die Farbe nochmal direkt miteinander vergleichen. Und natürlich schauen wir auch, was sich sonst noch so zeigt. Ja, und die zweite Art auf der heutigen Fundliste ist wieder mal eine junge, knackige, krause Glucke. So weit so gewöhnlich und dann doch nicht so gewöhnlich. Warum? Ja, wir befinden uns hier in einem sehr, sehr vielfältigen Mischwald mit vielen Buchen, Tannen, Kiefern und sogar ein paar eingestreuten Lärchen. Ja, und an dieser Stelle ist es so, hier wurde eine Kiefer umgeschnitten vor, ja, ich schätze mal so ungefähr 3 Jahren. Und an diesem Kiefernstumpf wächst eben die krause Glucke. Ja, und ich bin in diesem Wald wirklich schon ein paar Jährchen unterwegs. Ja, und an dieser Stelle wechseln sich tatsächlich die krause und die breitblättrige Glucke ab. Ja, wie ist das möglich? Ja, hier haben wir diesen Kiefernstumpf, worauf die krause Glucke wächst. Ja, und direkt hier daneben steht eine Tanne. Und am Fuße dieser Tanne wachsen so alle 1, 2, 3 Jahre mal breitblättrige Glucken. Das heißt, die wachsen hier wirklich in direkter Nachbarschaft. Ja, ich blende euch da jetzt mal den schönsten Fund von einer breitblättrigen Glucke von dieser Stelle ein. Die war da wirklich, also das war eine der schönsten breitblättrigen Glucken, die ich je gesehen habe, die am Fuße von dieser Tanne gewachsen ist. Ja, und das sieht man mal wieder, dass diese breitblättrigen und die krausen Glucken wirklich direkt nebeneinander wachsen können. Also es ist fast die gleiche Stelle, ist Luftlinie vielleicht 50 cm bis 1 Meter auseinander. Ja, und generell ist diese Stelle für Glucken einfach nur der Wahnsinn. Ich blende euch da auch mal den Fund von der krausen Glucke ein. Einfach nur wunderschön, wie die hier wachsen. Ja, und es ist so ziemlich eins von den schönsten Gluckenhabitaten bei uns in der Region. Ja, aber man merkt schon, also der Regen wirkt. Es zeigen sich schon auf den ersten Metern wirklich tolle Funde. Ja, mit den Elfenbeinschnecklingen war heute fest zu rechnen. Die hatten wir ja ungefähr vor knapp einer Woche hier im gleichen Wald das erste Mal gefunden. Ja, und wenn die mal zum Wachsen anfangen, gibt es da meist einen richtig großen, ergiebigen Wachstumsschub. Ja, und alleine wegen diesem tollen Lamellenstand und diesen schönen weißen Farben werden wir den jetzt rausnehmen und euch nochmal die Hutunterseite zeigen, weil er einfach so schön ist. Ja, und gerade bei den Schnecklingen ist der Lamellenstand einfach nur wunderschön. Und wie schon beim letzten Mal erklärt, ist das typische Schnecklingsmerkmal mit dem schleimigen Stiel. Ja, ist oft gar nicht so einfach, den aus dem Boden zu bekommen, weil man mit den Fingern am Stiel einfach keinen Grip hat. Ein weiteres Merkmal der Schnecklinge, diese weichen, wachsweichen Lamellen, ja, und generell die Schleimigkeit so ein bisschen, ihr habt es gerade gesehen, ist eben typisch für Schnecklinge. Ja, und von den weißen Schnecklingen gibt es ein paar, aber nur der Elfenbeinschneckling reagiert, laut meinem Kenntnisstand, wie wir das letzte Mal gezeigt haben, ich kann es euch noch mal kurz einblenden, mit Kalilauge zu so einem wunderschönen Gelb-Orange. Einfach eine wunderschöne Art, ja, und ich freue mich jedes Mal, wenn der da ist. Ist hier aber ein echter Massenpilz. Gerade jetzt im Herbst. Ja, und die Netzhexen haben scheinbar ein wirklich sehr, sehr gutes Jahr. Und die stehen hier wirklich in allen Altersstufen, Farben und Formen rum. Ja, und hier zeigt sich auch wieder an der Hutoberseite, wie farblich variabel die sind. Mal sind sie fast schon knallig gelb. Ja, ich hatte letzte Woche noch den Fall, dass ich von der Entfernung einen Fund von der Netzhexe tatsächlich für den Goldröhrling gehalten habe und nach einer Lerche gesucht habe, bis ich dann vor Ort war. Ja, mir das dann im Detail angeschaut habe und natürlich dann am Stielnetz und den ganzen anderen Merkmalen erkannt habe, dass es eine Netzhexe sein muss. Und es zeigt schon, wie farblich variabel die sind. Ja, und jetzt habe ich die Netzhexe doch nochmal rausgenommen, um euch eins der wichtigsten Merkmale der Netzhexe nochmal im Detail zu zeigen. Und zwar geht es um dieses wunderschöne Stielnetz der Netzhexe. Die Netzhexe hat nämlich nicht nur ein relativ grobes, sondern auch ein rötliches Stielnetz. Das kann man hier in diesem gelb-orangen Bereich des Stiels sehr, sehr gut erkennen, dass das rötlich gefärbt ist. Ja, und das hat der Netzhexe zum Beispiel, gerade wenn es Richtung Niederbayern, glaube ich, geht, auch den Beinamen Rotstrumpf gegeben, weil dieses rote Stielnetz so ein bisschen vielleicht an eine rote Netzstrumpfhose erinnern könnte. Ja, ansonsten ist die Netzhexe, wie gesagt, farblich sehr, sehr variabel.
gerade auch bei den Röhren, wie man hier sehen kann, da ist von dunkelrot über weinrot bis rot, rot-orange, orange-gelblich bis fast schon komplett gelblich, eigentlich fast alles möglich. Und es kommt da auch meist aufs Alter an. Ja? Also gerade wenn sie jung sind, ist es eher noch weinrötlich, dann wird es rötlich, dann rot-orange und dann hält es immer mehr auf, je älter dieser Fruchtkörper dann letztendlich wird. Und es zeigt auch, dass man gerade bei Netzhexen im Besonderen sich da nicht immer auf ein Merkmal wie eben die Hutfarbe oder so verlassen sollte, sondern dass man da möglichst viele Merkmale wie eben auch das rote Stielnetz dann in die Bestimmung mit einfließen lassen sollte, damit man da ja wirklich auf der sicheren Seite ist und die Bestimmung abgesichert ist. Ja, liebe Pilzfreunde, und jetzt kommen wir zu einem Fund. Ja, ich glaube, das ist der Traum von den meisten Sammlern. Das dürfte mit Abstand der schönste Sommersteinpilz sein, den wir dieses Jahr gefunden haben. Schaut's ihn euch an. Da geht einem doch wirklich das Herz auf. Einfach nur wunderschön. Ja, und er wächst genau oder fast genau an der gleichen Stelle wie der Sommersteinpilz von der letzten Woche. Vielleicht 30 cm entfernt. Ja, und der war definitiv am Montag, glaube ich, war es nicht zu sehen. Ja, und jetzt ist er so groß, so schön gewachsen und ich habe ihn schon kurz angefasst. Er ist steinhart, sollte also mit etwas Glück beste Qualität sein. Was für ein wunderschöner Sommersteinpilz. Ich kann mich nur wiederholen. Einfach nur herrlich. Ja, und jetzt hoffen wir mal, dass er augenzwinkernderweise in den Korb reinpasst. Ja, liebe Pilzfreunde, und ich kann mich hier mit Detailaufnahmen gar nicht mehr zurückhalten. Wie schön kann so ein Sommersteinpilz sein? Schaut euch dieses wundervolle Netz an, das Richtung Röhren immer feiner wird. Ja, und natürlich die Röhren selbst. Diese noch hellen, fast weißen Farben zeigen, dass es noch ein relativ frisches Exemplar ist. Und weisen eben auch auf eine tolle Qualität dann letztendlich hin. Herrlich. Ja, jetzt schauen wir mal ein bisschen rum, ob hier vielleicht noch der ein oder andere Sommersteinpilz rumsteht. Ich denke nämlich schon, also ich habe es ja am Montag schon gesagt, ich glaube, bei denen geht es schon ein bisschen dem Ende entgegen. Also dass da vor allem Richtung Oktober dann noch was los ist, kann ich mir kaum vorstellen. Und dementsprechend denke ich schon, dass wir uns hier eher in so einem ja, Sommersteinpilz-Finale befinden. Wunderschön. Ja, liebe Pilzfreunde, und ich hatte die Hoffnung schon aufgegeben, dass es heute mit Goldröhrlingen klappt. Und fast hätte ich sogar den grauen Lärchenröhrling bei der letzten Lärche abgelegt. Aber kurz vorm Ende der Tour, jetzt tatsächlich ein Standort ja, mit schon fast unzähligen Goldröhrlingen. Ja, und hier werden wir uns jetzt einen rauspicken, der möglichst gleich alt und gleich groß ist. Und dann können wir tatsächlich noch den direkten Vergleich vom grauen Lärchenröhrling mit dem gemeinen Lärchenröhrling drehen. Ja, also aktuell haben wir einfach das Glück des Tüchtigen. Ja, und so macht es halt einfach richtig Spaß. Und dementsprechend picken wir uns jetzt ein, zwei von den Goldröhrlingen raus und drehen wir noch den direkten Vergleich und schauen uns die beiden Arten ja eben im direkten Vergleich dann an. Sehr schön. Ja, nachdem ich jetzt die fünfte Sammelgruppe mit 5, 6, 7, 8 Leuten und Plastikeimern hinter mir habe, bin ich Richtung Parkplatz geflüchtet, um jetzt noch den direkten Vergleich zu drehen. Und wie man hier sehen kann, ja, der Farbunterschied ist mehr als deutlich. Ja, links der graue Lärchenröhrling, rechts der Standard-Lärchenröhrling, der wegen seiner Farbe auch gerne als Goldröhrling bezeichnet wird.
Ja, und auch auf der Hutunterseite wird trotz des kleinen Altersunterschieds deutlich, dass sich die beiden Arten wirklich sehr, sehr ähnlich sind und sich da wirklich eigentlich nur von der Farbe unterscheiden. Ja? Der graue Lerchenröhrling eben grau und der Goldröhrling eben goldgelb. Ja, und im Schnippel wieder das gleiche Bild. Der Goldröhrling mit den gelben, goldgelben Farben. Ja, und vielleicht hier oben in dem Bereich so ein bisschen rötend. Und dazu im Gegensatz links der graue Lerchenröhrling mit weißem Fleisch, eher ein bisschen blau und vor allem im Hutbereich. Ja, und zum Abschluss noch ein kurzer Blick auf die beiden Sommersteinpilze, die wir heute gefunden und mitgenommen haben. Einfach nur ein Traum. Ja, und es reicht völlig von der Menge für eine wunderbare Mahlzeit. Perfekt. Ja, und hier direkt am Rand der Straße, richtig knapp vor dem Parkplatz, klappt es jetzt noch mit einem Riesenporling. Ja, und warum der so heißt, wird, denke ich, klar. Ja, und bevor hier das nächste Auto mit gefühlt 150 vorbeirauscht, verabschiede ich mich von euch. Bedanke mich bei jedem, der wieder bis zum Ende dabei geblieben ist. Ja, wünsche euch natürlich noch ein schönes restliches Wochenende mit vielen schönen Funden. Ja, und dann sehen wir uns schon bald auf der nächsten Waldrunde oder im nächsten Pilzporträt. Macht's es gut und bis dann. Ja, liebe Pilzfreunde, und aus dem Auto an der Straßenböschung erspäht jetzt noch riesige Kremplinge. Ja, und es wird der große Krempling sein. So groß wird der kahle Krempling nicht. Wahnsinn, was hier jetzt bei uns los ist. Ja, kaum regnet es, schon sprießen überall die Pilze. Ja, und ich denke, den großen nehmen wir jetzt auch noch raus, einfach um zu verdeutlichen, wie groß diese Kremplinge sind. Die stehen hier aber massenhaft rum. Da wird es auf das eine Exemplar nicht ankommen. Schon der Wahnsinn, oder? Wie groß kann bitte so ein Krempling werden? Wahnsinn. Ja, wirklich ein schöner Fund hier jetzt noch am Straßenrand auf dem Heimweg. Und wie gesagt, alleine aufgrund der Größe natürlich überhaupt nicht zu übersehen. Schon der Wahnsinn.